Ich will heute nochmal zurück zum Normie-Format Teste dich. Wir machen ein paar Tests. Wir machen das Thermax-Quiz, das welche YouTuber passt zu dir und das dein Boyfriend und welche Twitch-Streamerin passt zu dir. Da bin ich mal gespannt. Wir schauen mal zusammen rein, Chat. Wir fangen an im Thermax-Quiz, um uns erstmal warm zu machen. Wie heißt Thermax mit bürgerlichem Namen? Max, Max oder Maximilian? Ja, obviously Maximilian, ne? Wann ist Thermax geboren? Müsste ich raten. Ich sag einfach das hier, keine Ahnung. Auf welcher Plattform streamt Thermax? Das ist Twitch, na klar. Welches Spiel wurde Thermax bekannt? Durch Clash Royale. Welches Spiel zu diesem Zeitpunkt ist sein Hauptspiel? Fortnite, würde ich sagen. Hat Thermax eine Freundin? Ja, natürlich. Mit wem spielt Amar sehr oft zusammen? Marcel Scorpion? Warum steht's Amar, Digga? Das ist doch ein Thermax-Quiz, oder nicht? Und Hannah Black, Solution, Chef Strobel, Amar, COD, ich glaube das hier. Bei welchem Management ist Max? Freaks for You, damals gewesen. Wann hat Max mit dem Stream angefangen? Ich sag das hier. In welcher Großstadt wohnt Thermax? Hamburg. Und wir schauen rein. Digga, 8 von 10 Aufgaben. 8 von 10 Aufgaben richtig beantwortet, Chat. Ich bin echter Thermax-Fan. Leute, ich hab hier gerade den echten Thermax gefunden. Ich bin ein echter, großer Thermax-Fan. Ich weiß actually eine Menge über Thermax. Kann ich dafür ein paar Claps haben in den Chat? Welcher YouTuber passt zu dir? Also ihr wisst, meine Freunde, ich habe das früher sehr oft gemacht und ich update das immer wieder mal gerne. Ja, schau immer so, welcher YouTuber, Streamer, Streamerin passt zu mir. Und da schauen wir jetzt auch nochmal rein. Wie würdest du dich beschreiben? Nett, lustig, spaßig, laut, humorvoll, witzig. Witzig, kreativ, dumm, schüchtern, lustig, humorvoll, spaßig, kreativ, leicht verrückt. Ich würde sagen, laut, humorvoll und witzig, oder Chat? Da sehe ich mich doch. Was schaust du gerne auf YouTube? Vlogs und Gaming, Lifestyle, bisschen Gaming oder PC? PC. Let's Plays nur oder Vlogs? Ich würde sagen Vlogs und Gaming. Ja doch, das passt schon. Welche YouTuber schaust du sonst noch? GLP oder Revinzeit? Paluten oder Revinzeit? K. Andere halt. Ich schaue eher andere. Also ich schaue eher weniger. Also Revinzeit ziehe ich mir nicht rein, Digga. Übertrieben cringe, wer Revi guckt, Digga. Lost des Todes, Alter. Ich check auch nicht, wie wir gerade wieder so viele Zuschauer auf Twitch sein können. Keine Ahnung, da stimmt irgendwas nicht. Plus eins, wenn ihr genauso fühlt. Okay, das wird also sozusagen ein kleines Rollenspiel. Weird Champ. Die letzten 5 Fragen, also noch das hier, sind deine Stärken und Hobbys. Okay, Sport, Games oder witzigen Mist bauen. Blöde Sachen machen und anderes Dummes. XD. Kreatives, ideenreiches, lustiges machen. Tiere, Schlangen oder Fische. Spezielle halt. Was? Schlangen und Fische sind Tiere. Reisen ist mega oder Longboard fahren. Digga, kann es sein, dass der Test für einen 15-Jährigen ist? Maybe bin ich einfach too old? Chat, bin ich too old? Kann doch nicht sein, oder? Also irgendwie weird. Ja, keine Ahnung sagen. Ich würde sagen Sport und Games. I guess, I don't know. Okay, dann geht's los. Wie heißt du? Was? Wie heißt du? Marie? Jenny? Lena oder Lea? Sophie oder... Po 4? Kati oder Kat... Hä? Fragezeichen? Was ist das für ein Quiz? Digga, begrenzte Auswahlmöglichkeiten, I guess. Ja, okay, dann heiße ich halt Jenny. Dann bin ich jetzt wohl Jenny, alright. Dein Freund macht Schluss. Wie reagierst du? Ich bin traurig, aber bleibe standhaft, da ich ein wenig sauer bin. Ich brülle ihn an und hau ihm eine rein. Weine hemmungslos und versuche zu ergründen, warum. Ich weine, aber fange ich in ein paar Tagen wieder. Ich weine nicht, bin aber traurig. Ja, obviously hau ich ihm eine rein, Alter. Also da auf jeden Fall ein ganz klares... Warum hast du mich verlassen? Meine Bildschirme sind gerade ausgegangen. Wir bleiben standhaft, na klar, oder? Wir bleiben standhaft weiterhin, natürlich doch. Wo lernst du deinen Freund kennen? Auf der Straße? Er spricht mich wegen etwas an. Ich habe ihn angerempelt oder angefahren. Angefahren? Mama, na komm, wenn ich meinen Freund anfahre oder meine Freundin, ist die tot. Ich fahre ein 640 PS Auto. Wenn ich jemanden anfahre, ist der tot. Auf einer Party, geht gerade nicht wegen Corona, im Café oder Park, normal halt auf einer Reise oder einem Event. Keine Ahnung, Chat. Ja, ich habe ihn halt angerempelt und angefahren und er stellt mich zur Rede. Wo trefft ihr euch zum Date? In einem Café, Starbucks oder so. Starbucks ist kein Café. Im Park, wir gehen ins Kino in einen Horrorfilm. Ich dachte, wir treffen uns im Park. Wir gehen in den Zoo. Bei ihnen zum Abendessen, er lädt mich auf eine Party ein. Ich verstehe hier nichts mehr. I guess, wir gehen in den Zoo. Wie kommt ihr zusammen? Wir schauen einen Film oder eine Serie. Bei einem emotionalen Teil küsst er mich einfach. Wir schauen im Kino den Horrorfilm, weil ich Angst habe, umarmt er mich und küsst mich dann. Er lädt mich zum Essen ein, gesteht seine Liebe zu mir. Nach dem ersten Treffen, Weird Champ. Ich treffe mich noch oft und irgendwann passiert es halt einfach. Er sagt mir beim Treffen und dann sind wir zusammen. Er...
Letzteres. I don't know. Ich stell jetzt nicht die Frage der Frage, sondern auf wen hoffst du, dass er drin ist und bekommst? Luca oder vielleicht Revi, Mordado oder einen anderen. K.A. Irgendeiner halt. Ja, irgendeiner, I guess. Kann es sein, dass das Quiz für Frauen ist oder bin ich lost? Wir gehen in die Auswertung, Chat. Wir schauen mal. Mein YouTuber ist Sturmwaffe. Du bist ein emotionaler Mensch, der Liebenswürdigkeit, Freundlichkeit braucht. Du bist kreativ, hast lustige Ideen und teilst diese mit deinem Freund. Epischer Fehlschlag, sein Urgroßvater. Liebenswürdigkeit. Gut, so interessant ist dieses Quiz. Also Sturmwaffel an der Stelle bei mir. Schauen wir mal ganz kurz, wie es aussieht bei Streamerinnen. Ja, vielleicht können wir da eventuell gekonnt etwas einsagen. Vielleicht kann man da was mitnehmen. Wer weiß. Welches Genre schaust du am liebsten? Musik, Just Chatting, Gaming oder eine Mischung? Ich denke, oh, bitte Reefed. Bitte Reefed. Pray for Reef Chat. Pray for. Bei mir ist es eine Mischung, würde ich sagen, Digga. Let's go. Welche Haarfarben gefallen dir am besten? Brünett oder gefärbt, würde ich sagen. Gefärbt, actually, momentan ist mein Lil King. Ja. Wenn du ein Tier sein könntest, welches wärst du? Elefant? Pipogo in den Chat? Eintagsfliege oder Ente? Chat, was sagt ihr? Welches Tier wäre ich? Pipogo in den Chat. Alright, alles klar. Okay, wir haben die Antwort. I guess wir haben die Antwort. Alright. Welchen Buchstaben findest du am attraktivsten? S, A, R, C oder H? A. Würdest du deinen Twitch-Crush auf Twitch subscriben? Halt dein Maul, ja, nein. Was ist das für ein Quiz? Ja, würde ich. Was ist das für eine Frage? Wie lange soll ihr Pullermann sein? Keinen ist mir egal. 20 Zentimeter, 10 Zentimeter. Am liebsten keinen Pullermann. Am liebsten Chat auf 20 Zentimeter zu schreiben. Eher diese Bilder dazu, Digga. Ist einfach abgeschnitten. Eher Cosplay oder normale Kleidung? Cosplay. Ich hab nicht geguckt. Cosplay Rem. Sag mal, hilf mir bitte. Ich würde sagen, Cosplay. Finde ich immer cool. Bekannte Streamerin oder unbekannte Streamerin? Bekannt? Pipogo in den Chat? Unbekannt. Das Quiz ist Gigatrash. Dieser Chat, Digga. Ja, Pipogo in den Chat, obviously, wa? Einfach nur schlimm, Junge. Ja, okay. Darf deine Streamerin Papa Platte auf Instagram abonniert haben? Nein, ja, definitiv nein. Definitiv nein, oder? Chat, was sagt ihr? Antwortet mit einem passenden Emote, bitte, Chat. Okay? Not like this. Alles klar, haben wir gegettet. Okay. Würdest du der Streamerin, welche das Ergebnis auftaucht, jetzt das Pipogo-GIF auf Instagram schicken? Chat, was sagt ihr? Alles klar. I see a lot of Pipogo. Ich sage ja. Okay, wir gehen in die Auswertung, Chat. Wer ist meine Twitch-Traumfrau? Let's go. Meine Traumfrau ist Anni, passt zu dir. Deine Testergebnisse stimmen genau mit den professionell ausgewählten Daten von Anni überein. Ich glaube, dazu muss nicht viel gesagt werden. Pipogo in den Chat. Chat, ihr wisst, was ihr zu tun habt. Alles klar, Digga. Ich werde dann Anni Sedak noch ein Pipogo-Emote auf Instagram schreiben, Digga. Vielen, vielen Dank dafür. Ich bin absolut zufrieden. Schade, dass es nicht Reefed geworden ist, aber ich denke mal, mit Anni Sedak kann ich mich auch anfreunden. Anissa, ich freue mich drauf, wa? Wird eine extrem wilde Nummer. Sehr, sehr nice. Danke dafür.